Willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Wir sind in dem verborgenen Raum. Haben uns da durchgeschlichen über dieses Mauseloch. Und werden jetzt hier ein bisschen aufräumen. Es gibt jede Menge Schätze und Truhen. Allerdings auch die Fledermäuse und einen versteckten Geldgeist. Der müsste... Weiß ich genau. Irgendwo hier sein. Nehmen wir den? Nee, das ist ein Eisgeist, okay. Schön, dass uns das noch nicht erklärt wurde. Und das Geld. Hilfe! Ich will das Geld erstmal. Ach, ihr seid alle so kindisch. Die können wir nur besiegen, wenn man mit Feuer auf sie drauf schleudert und dann. Aber die sind zu zweit. Das ist momentan nicht schön. Mit Feuer schocken und dann einsaugen. So. Wir können sie aber auch billig so erledigen. Moment, gut. So machen das die. Ich will nicht Noob sagen, die Anfänger. So, zack, zack, zack. Aber. So bin ich natürlich nicht. Das war nur Demonstration. Ist halt nicht ganz einfach, die mit dem Element zu schocken und dann einzukassieren. Haben wir die jetzt? Mhm, interessant. Aha, noch einer von eurer Sorte. Und dann den richtigen Augenblick abzuwarten, bis sie geschockt werden und dann ganz normal einsaugen. Haben viele nicht drauf. Weil man da meist zu hektisch agiert. Komm, ich will ihn, ich will ihn, ich will ihn. Und dann klappt alles nicht. Naja. Ist noch ein Geldschein, komm her. Zwei sogar. Dum-di-dum. So, die große Truhe. Hat einen Geist. Oh Mann, das... Okay. Du hast mich, diesmal hast du mich. So. Und tschüss, Mann. Geh baden. Okay, dann habe ich mich mit dem Geldgeist vertan. Es gibt ja noch so eine Art Raum, wo wir noch hingehen werden. Erstmal die Truhe aufmachen, komm. Kriegen wir bestimmt Kohle. So ist es. Und einen Saphir und einen Rubin. Ja. Rubin. Und Smaragd. Und Saphir. Jetzt aber schnell gucken, dass das Geld nicht verschwindet, Mann. Oh. Wegen Dingen lang eingesammelt ist das Geld verschwunden. Naja, aber die drei Edelsteine waren wichtiger. Auch hier gibt es einen Buhu, Freunde der Nacht. Nämlich genau hier. Buchstabier. What the hell? Du hast nur noch ein Ding, hey. So, auf dem Kronleuchter immer mal wieder gucken. Dann haben wir hier einen Pokal, da ist bestimmt auch was drin. What the hell? Normalerweise schon. So wie in dem hier. So, der Geist ist abgehauen, das schmeckt mir überhaupt nicht. Wir gehen wieder zurück, im Flur müsste er sein oder sonst wo. Wird sich ja dann zeigen. Ach nö, wo ist er denn hin? Da ist er doch. Mit einem einzigen KP, sag ich jetzt einfach mal. Wo bist denn? Und er haut ab mit einem einzigen KP. Das ist natürlich ein Armutszeugnis von mir. So, wo bist denn? Hier. Nein. Dann bist du hier. Auch nicht. Bist wieder abgehauen in den alten Raum. Oh Mann, ey. Reg mich nicht auf. Tatsächlich, hier ist er. Erkennt man schön am Buhu-Radar. Mann, jetzt komm hin. Mann! Herrgott. Ich war immer so gut im Buhu-Fangen und jetzt stelle ich mich so an. Das ist der Vorführeffekt. Okay. Jetzt aber nichts wie raus. Chupa chup. Alright, Leute. Wie geht es weiter? Wir haben den Kronleuchter, oder wie man es nennen mag, im Flur gesehen, der umherwandert. Und wir haben jetzt die Fähigkeit, Geld zu verlieren. Wir haben jetzt die Fähigkeit, nochmal Geld zu verlieren. Mann! Gib mal Herzen oder so. Oder das auch gut. Feuer zu spucken. In irgendeiner Vase muss doch was sein. Naja. Und da werden wir das mal anzünden und gucken, was passiert. Geh mir nicht auf den... Bowling-Freund.
Da haben wir ein schönes Geräusch gehört. Hört sich an wie ein Scheunentrecher, was? So. Mensch, Wohltat, Feuer, Feuer! Das ist der Diener. Der wird jetzt uns begleiten. In die Dienerstube. Ganz einfach, weil er sich dort zur Ruhe setzen wird. Also, nur kurz. Finde ich beachtenswert. Wir haben doch eben gerade auch das Ding angelutscht. Also immer alles, wo man ist, nochmal angraben. Man weiß nie. Mario! Gut. Da wären wir. Und setz dich mal hin. Was machst du denn? So, und jetzt haben wir ihn und bitte beim ersten Versuch. Ich denke, das sollte zu schaffen sein, auch wenn die Mäuse natürlich stören. Ich krieg dich. Lol, ich hab den Gameboy Horror dabei angemacht. Und hab noch den Scheiß erwischt. Ach Gott. Wir müssen vor allen Dingen die Scheißkugeln einsammeln. Oh, diese Pilze. Und hau die Mama. Komm her. Okay, haben wir gut geschafft. Schwächling kriegt's nicht auf. So. Din, 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 din. Nice, nice, nice. Jetzt können wir hier lang. Okay. Das Musikzimmer, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir wollen den Boohoo. Nee. Wo steckst du im Klopapier? Das war ein Eimer. Buh, guck. Und tschüss, Mann. Der Zehnte. Das sieht ganz gut aus. Gib acht, Luigi. Nein, lieber neun. Okay, lassen wir das. Wir gehen jetzt straight ins Musikzimmer, der erschreckt uns. Nein? Keiner da? Hier ist keiner. Ich ärgere mich immer noch über die goldene Maus. Die kriegen wir irgendwann noch her. Müssen wir aber noch 50 Mal lang gehen da. So, Musikzimmer, das ist ganz nice. Hier war doch irgendwie... Ja. Da ist ein Geldgeist, aber da kommt jetzt noch nicht, sondern erst, wenn später der Strom ausgeschaltet ist. Das ist sehr schade. Dann müssen wir dann hierher zurückkehren. Warum? Weiß ich nicht genau. Weil auf diesem Stuhl einer sitzt. Deswegen. Aufgepasst, ja. Wir schmeißen die Instrumente an. Achtet auf die Musik. Und... Das dürften doch alle gewesen sein. Richtig! Ich heiße Melodia. Man nennt mich die geistreiche Schönheit der Elfenbeintasten. Welch eine rührende Darbietung. Seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr derart verzaubert. Du scheinst mir sehr musikalisch zu sein. Magst du mir deine Klaviersonate anhören? Gut, ich fange an. Übrigens, dieses Stück stammt aus einem berühmten Spiel. Kennst du diesen Klassiker? Ja, Leute. Brantlefloss hat sogar eine Parodie über diesen Song gemacht. Mario Brothers nicht zu verwechseln mit Super Mario Brothers. Das hier ist das mit der Kanalreinigung. Super Mario World? Fast richtig, aber falsch. Natürlich aus Super Mario Brothers 3 habe ich auch Let's Played. Anschauen, Leute, anschauen. Ganz genau, du hast recht. Sehr beeindruckend. Wie ich sehe, bist du musikalisch annähernd so bewandert, wie ich es bin. Möchtest du dich nicht vielleicht ein wenig mit meinen lieblichen Notenblättern auseinandersetzen? Ah, wie dankbar. Okay, ja, ich setze mich mit deinen Notenblättern
insofern auseinander. Und jetzt! Ich krieg dich, du kleine... süße Maus. Ist ganz nett anzusehen. Aber du bist halt leider ein Geist. Tut mir leid. Oh, schon wieder erwischt! Ich glaub's doch nicht. Mein Geld! Ein hart erarbeitetes Geld. Na gut, aber den Geist. Dim, 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 dim. I love this sound. Ah, wir gehen ins Esszimmer gleich, aber erst noch den Buhu absahen. Wo ist er denn? Vielleicht hier hinten. Sieht danach aus. Ist aber wieder nur ein Fake. Tatsächlich. Bumeo. Wegen Romeo? Ich weiß nicht. Habt ihr eine vernünftige Erklärung für das, was hier geschehen mag? Habt ihr nicht. Wir gehen jetzt mal zu dem Scheunentreschergeräusch. Da gibt es einige kleine... Da gibt's... Oh Gott, da gibt's beides. Da gibt's Käse und da gibt's... einen Geist. Und Bananenschalen. Ein Vorschlag, ich erledige alles bis auf den Dicken. Kommen hier denn irgendwelche Geister? Okay, kümmern wir uns um den Geldgeist. Ist er hier drin oder im anderen? Gott sei Dank haben wir ihn. Oh, ein Smaragd, das ist natürlich wichtig. Aber die Geldscheine... noch mehr? Mhm. Das wär's. Dann ist da vielleicht ein anderer drin. Auf jeden Fall ist das Käsestück hier. Für die Maus. So etwas wollte ich auch immer besitzen. Der meint den Stuhl. Du sollst ein bisschen besser zielen. Ach, Luigi. What the hell? Das ist ein Käsestück. Geht doch. Blöde Maus. Die eine im Flur lässt mir keine Ruhe. Die werde ich jagen, bis sie nicht mehr klar denken kann. Okay, eine Maus. Ist halt eine Maus. Ich sehe nicht, ob hier noch Geld rumliegt. Einfach saugen. Kann nie verkehrt sein. Na gut. Da haben wir auch noch ein bisschen Kohle. Ein paar Mäuse sind klasse für die Kasse. So. Werden wir uns jetzt um dich kümmern, mein Freund. Wir sehen einen dicken, kleinen... ein Fettsack. So, und dem... müssen wir das anzünden oder ausmachen? Nee, ausmachen. Kerzen aus. Oder Kerzen an? Hä? Machen einfach mal die Kerzen an. Das war das Richtige. Und dann können wir dem sein Wackelpudding. Wir müssen dafür sorgen, dass... wir machen euch erstmal fertig. Die bringen dem nämlich immer Nachschub. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass er hungert. Ich krieg den aber nicht verhungert. Wo bist du? Och, Mann, ey. Ich werde alt. Aber es geht. Wir saugen dir alles weg. Sag mal, was ist denn da los? Also manche Geister haben eine ganz andere, ich sag mal, Kollisionsabfrage. Um ein Fremdwort zu benutzen. Hau ruck! Ich verstehe. Manchmal verstehe ich die Welt nicht. Jetzt ist er weg. Das macht ihn natürlich, ja, mittelmäßig sauer. Er speit mit Feuer. Hat er wahrscheinlich was Scharfes gegessen, ne? Recht skurril. Aber das sorgt schon bald für Kreislaufprobleme. Kreislaufprobleme vor dem Wind. So, mega gefährlich sind diese Feuerbälle jetzt auch wieder nicht. Chaga Kunrai! Aber der ist gefährlich, der ist echt stark.
Ah, verdammter Mist! Er konnte sich lösen. Okay, Leute, weiter geht's im nächsten Part. Bis dann. Ciao.